Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu vielleicht einem neuen Let's Play. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte mir auf jeden Fall Graveyard Keeper mal angucken. Mal gucken, wie weit ich spiele. Wir sind nebenbei auch im Livestream unterwegs. Das seht ihr in der Aufnahme später nicht mehr, aber das nur so als Info am Rande. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal ohne große Umschweife los. Ich weiß nicht wahnsinnig viel über das Spiel. Außer, dass es ein bisschen ein morbides Stardew Valley mit weniger Abwechslung und mehr Grind ist. Und hab's tatsächlich selber noch nicht wirklich gespielt. Also einmal ganz kurz reingespielt, um Soundsettings zu machen. Aber das ist halt so, keine Ahnung, 3 Minuten Gameplay. Und ich habe selber auch relativ wenig Gameplay gesehen. Von daher, ich bin einfach mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Neues Spiel, ja bitte. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause und ich bin zu langsam im Lesen. Sogar im tristen Alltag gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause, zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Dann suchen wir doch mal. In der Kiste ist nichts drin. Alles klar. Ist im Schrank was drin? Können wir nicht reingucken. Da können wir schlafen. Das ist, glaube ich, auch wie in Stardew Valley die Speicherfunktion. Hier können wir theoretisch Beerensaft kochen, wenn wir die Zutaten haben. Eine leere Kiste. Eine geschlossene Luke. Hier können wir theoretisch auch noch kochen. Brennstoff, okay, was auch immer. Brauchen wir wahrscheinlich später. Wir gehen erstmal raus. Das hier? Das kann ich gerade nicht tun. Okay. Wir machen mal das, wofür wir hier sind. Press F to pay respect. nein, wir graben mal mit unseren bloßen Händen. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel! Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ja, ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, aber lass mich zuerst fragen, wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von alledem ergibt einen Sinn. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und einen Esel. Irgendetwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Es könnte gefährlich sein. Okay. Ich höre selber so wenig. Ist der Sound für euch okay? Sonst mache ich den nochmal lauter. Fix the corpse hatch. Okay.
Hab eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Ich glaube, der Esel ist hart kommunistisch. Finde ich ein bisschen gut. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichen alle bringen. Ich weiß auch nicht mehr warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und das könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, er wird schlecht. Los geht's! Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Okay. Gar nicht. Saad! Ah, ich mag diesen Ort. Fühle mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall! Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht weil ich ein plapperter Schädel mit Gedächtnisschwund bin. Ah, nun ja. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist ja gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Ah, du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und dann bring mir das Bier. Erste Scheibe. Okay. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Vorbereitungsplatz, Blaupause, Pritsche, entfernen Fleisch. Arbeitszimmer nicht beendet, was? Fleisch entfernen, ja bitte. Jo, du hast neue Technologie freigeschaltet. Burger, Sandwich und gebratenes Fleisch. Nom nom. Ah. Da bekommt der Begriff Asia-Imbiss eine ganz andere Bedeutung. Das ist ja widerlich. Ja, du gewöhnst dich schon daran. Aber was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Ja, nimm die Leiche. Ich warte auf dem Friedhof auf dich. Nom nom. Kann ich hier... Oh, ich wollte sie eigentlich nochmal auf den Tisch legen. Okay, hier brauchen wir Sachen für... Die kommen wir bestimmt auch nicht durch, oder? Ah, doch. Fix the corpse, hatch in... Warum sind manche Sachen eigentlich Englisch? Den Tisch reparieren. Okay, braucht einfache Eisenstücke und Balken. Haben wir alles nicht. Wir haben nichts. Können wir hier was machen? Nee. Okay. Ich wünschte, wir würden automatisch aus Türen rausgehen, ohne noch auf Verlassen drücken zu müssen. Gott, voll neblig hier. Jetzt... Ah Gott, hängen wir da an dem Eingangsbalken fest. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof. Markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit deiner Schaufel. Trage die Leiche oder was davon übrig ist vorsichtig ins Grab. Schaufle es zu und dekoriere. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternform als Dekoration verwenden. Ist das eine Herausforderung? So, ich würde gerne eine Grabstätte bauen. Da so. Dann schäufeln wir mal. Und nehmen diese Leiche und schmeißen sie da rein. Und schaufeln sie zu. Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde. Ich erinnere mich an Geld und Alkohol.
Alkohol. Ah, ich glaube, den mochte ich früher. Sehr. Oh, Saad, da kommt der Bischof. Das ist dein Boss. Oh, oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Warum bin ich so müde? Warum muss ich nur jede Woche hierher kommen? Ah, Friedhofswärter, da bist du ja. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Derzeitiger Ort. Ort. Wichtige Informationen zum Ort, Qualität des Friedhofs, Ansehen der Kirche und so weiter. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Du hast neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Holzmarkierungen. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir eine Beförderung redlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in der Truhe aufbewahrt. Du solltest dir das mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder. Um genau zu sein, komme ich jeden Sonntag? Vielleicht träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet, was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hier hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil. Eine alte Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ich muss zurück nach Hause, da ist ein sprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Ein guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gus? Wer? Na, ich. Gesegnet und schön. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Ich glaube, das wissen wir alles, oder? Wenn dir die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Tutorial-Technologien. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Die kostet Tech-Punkte. Drücke Tab, um den Technologiebaum anzusehen. Rote Punkte repräsentieren dein handwerkliches Geschick und deine Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren dein Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Du erhältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Du kannst außerdem Punkte durch das Studium neuer Gegenstände an einem speziellen Tisch erhalten. Okay. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet, Steinvorrat, und wir können jetzt Felsstein sammeln. Du kannst ein kleines Stück Stein aus einem kleinen Felsen oder ein großes Stück aus einem großen Felsen hauen. Okay. Sammeln von Stöckchen, kleine Bäume fällen, Blaupause, Holzstapel. Oh Gott. Okay. Ja, nein, Abbruch. Okay. Fleischfiesta. Sehr schön. Oh, es gibt sogar Ansehen bei den NPCs. Okay. Meine Map, die offenbar nicht riesig groß ist. Ah, und hier haben wir unser Inventar. Rostige Axt, rostige Spitzhacke, rostiger Hammer.
Und rostiger Nagel, ruft Zuckerstange. Da vorne ist eine Kiste. Ah, die Kiste ist das, okay. So, das nehmen wir alles mal rüber. Okay. Ah, okay, das sind hier die Tage und er kommt immer an dem Tag wieder. Und der ist offenbar auch gerade. Verstehe. Das hier ist was? Wahrscheinlich eine Ausdauerleiste oder so. Was haben wir hier? Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet ist. Okay. Dieser Teil ist wegen des uralten Fluchs gesperrt. Bei Fragen bitte den Inquisitor kontaktieren. Okay. Dann machen wir hier doch erstmal ein bisschen Klarschiff. Ah ne, wir müssen eigentlich irgendwo nach da rechts. Aber wir müssen ja auch... Verzieht sich nur der Nebel oder wird es dunkel? Können wir mit dem Grab schon was machen? Kein Grabstein. Kein Grabzahn, okay. Grabstein, Grabstein reparieren. Gott, minus 25 Ansehen, okay. Und den Grabzaun reparieren, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist, das direkt zu machen, aber wir machen das einfach mal. Schon ist das Grab wieder hübsch und bringt 2 Punkte. Was ist das hier? Ist das, sind das die Punkte, die wir haben und die es maximal geben kann? Aber wir können die wahrscheinlich auch entfernen und gegen eine bessere... tauschen oder so? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal zum Pfeil und dann gucken wir weiter. Ah, hier sieht man auch den Tag-Nacht-Rhythmus. Okay. I got it. Was ist das hier oben? Ist das die aktuelle Quest oder so? Gelbe Blume. Blumenpflücken kann ich. Sollten wir vielleicht mal schlafen gehen oder so? Oder können wir die Nacht einfach durcheiern? Je mehr du aus einer Leiche fummelst, desto schlechter wird sie. Aber gibt auch schlechte Sachen, die Leichen besser machen? Okay. Ah, finde ich schon noch raus. Alter, hier zieht's übertrieben. Okay, wir können nicht in die Kiste gucken. Oh, wir können einfach durchs Kornfeld laufen, okay. Das ist ein Grab. Grabstein reparieren. Okay. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Ah, das ist der Ort, der hier angezeigt wird. Okay, wir sind auf der Weizenfarm. Ah, okay. Okay. Oder wird die Karte... Ich glaube, die Karte wird einfach noch größer, je weiter wir laufen. Hey, hey, hey! Okay, du sprichst nicht mit mir. Totes Pferd. Heißt die Kneipe Totes Pferd? Das finde ich ein bisschen gut. Kann ich mit dir sprechen? Kann ich mit irgendwem hier sprechen? Na, das ist ja super gelaufen. Ich komme hier nicht raus. Ohne Scheiß, ich komme hier nicht raus. Das ist jetzt ein bisschen ungeil. Gehen die da irgendwann wieder weg? Ja. Okay, der Typ geht weg, dann gehen die anderen vielleicht auch weg. Vielleicht irgendwann, bitte. Demnächst. Es ist ja auch mitten in der Nacht. Können die nicht. Das ist ja super gelaufen. Ich glaube, dann pausiere ich mal ganz kurz die Aufnahme, bis es weitergeht. Oh, okay. Ich pausiere nicht die Aufnahme. Glück gehabt.
großartig. Schöner Pseudo-Softlock. Okay, dann müssen wir bestimmt zu denen, die Sprechblasen über den Köpfen haben. Frau Kette, du musst der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest gesagt, aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadrik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über... Rede lieber mit meinem Mann. Er hat hier das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich gern. Ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier das Sagen. Ja, aber ich wollte mit dir handeln. Aber ich habe überhaupt... Lecker und gesund, Fischdelikatessen, Konditorei, Pasteten... Habe ich da Katie Goodwinter gehört? Halt dich einfach von mir fern. Gott, sie ist wie Haley aus Stardew Valley. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Oh, tut mir leid. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, das ist gut. Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Ah, klar. Das ist schon ein Weilchen her, seit sich jemand darum gekümmert hat. Also, kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Der Bischof hat mir gesagt, dass du mir Bestattungsurkunden abkaufst? Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter dieses Dorfes Geld für Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut. Uns ist das Geld ausgegangen. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden die Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Fleisch ist ja eine Delikatesse. Ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel drauf beachten. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss das Fleisch vorher begutachtet werden. Und ich will dir wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also, hat dein Fleisch das Siegel? Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt, aber Mann, das sieht wirklich gut aus. Aber ohne Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich dieses Siegel? Oh, du kannst dem königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Bittschreiben schicken. Aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Komm näher. Es gibt ja diesen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst auch Frau Anmut fragen. Sie ist jeden Weibstag hier. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Du bist im Toten Pferd. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. Welches Jahr haben wir jetzt? Ja? Wie meinst du das? Na, ein Jahr. Ein Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh, du hast also von dem Astronomen bei seinem Unsinn... zugehört. Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Aber ich verstehe, es ist 204 nach der uralten Abmachung. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch andere Fragen? Oh, Friedhofswärter. Könntest du vielleicht unserem Schmied Kretzwold diesen Brief übergeben? Natürlich. Wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfes. Okay.
Der hat echt viel Stuff und wir haben echt gar kein Geld. Geil, Zwiebelringe. Oh, jetzt habe ich total Bock auf Snacks. Brot, eine Schüssel Kürbissuppe. Ew. Schüssel Sauerkraut. Ew. Fischnuggets. Gebratener Lachs. Ein Humpenbier. Noch ein Humpenbier. Der hat aber einen Silberstern. Kostet aber... Ah, der bringt auch mehr Energie. Ich verstehe. Fleischpaket. Okay, wir haben diesen Brief. Alles klar. Badum, badum, badudum, badu. You wanna be loved by me. Boop, boop, de boop. Hi! Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten sollte. Ciao! Sei gegrüßt, Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Was hat Frau Anmut dir erzählt? Dass ich verschwinden soll. Ah, immer die Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin der Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Pff, wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet in bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor. Und dann werden wir... Aber zunächst muss ich es schreiben und mir sind katastrophöserweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir wohl welche besorgen? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet, Perk Journalist. Du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten, kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Okay, wir haben nichts davon. Woher bekommen wir das denn? Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht, aber ein geschickter Bursche wie du kann das doch bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist an jedem Montag zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Oh, der Astronom ist erst alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und dann stellte sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Ja, sie ist ja auch rund. Oh Gott, der verrückte Astrologe und der bekloppte Friedhofswärter. Da haben sich ja zwei weise Männer gefunden. Daraus könnte man ein lustiges Gedicht machen. Dieser Astrologe hier scheint die klügste Person zu sein. Na, vielleicht kann er mir helfen, wieder nach Hause zu kommen. Der Leuchtturm steht auf einer Klippe östlich des Dorfes. Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd, denn es ist noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber verfassen. Vielleicht kommst du auch darin vor. Bitte nicht. Ja, ich habe mit dem Spiel gerade erst angefangen. Offensichtlich. Können wir irgendwo durch? Können wir da hinten noch irgendwo lang? Da ist zu, oder? Die Tür ist verschlossen, bis ich 30 Freundschaftspunkte, was auch immer, bei Horadric habe. Alright. Gott, ich hoffe, ich kann mir die ganzen Stimmen merken. Es wird wahrscheinlich wie bei Stardew Valley und es wird niemals was werden. Look mal, no hands. Schiebt der Typ mich einfach vor die Tür. Okay, die Karte... Oh, ich wünschte, ich könnte rauszoomen. Aber die Karte wird tatsächlich deutlich größer, als sie anfangs aussah. Ich verstehe. Können wir quick traveln? Nein. Wir müssen aber offenbar nicht schlafen. Also zumindest nicht jede Nacht. Also wir fallen wahrscheinlich um, wenn wir keine Ausdauer mehr haben oder keine Energie.
Aber wir fallen auf jeden Fall nicht bei einer bestimmten Uhrzeit um. Das ist okay. Okay. Passiert nichts, wenn ich F drücke? Kann ich hinter dem Haus lang gehen und dann dahin? Jawohl. Aber es passiert nichts, wenn... Jetzt geht's. Und die alte Frau steht davor und guckt zu, wie ich ihren ganzen Garten wegrupfe. GG. Vielen Dank. So, aber wir haben fast keine Energie mehr. Vielleicht sollten wir mal pennen gehen. Sonst kriegen wir nämlich, glaube ich, eh nichts mehr gerallt. Verbrauchen wir Energie beim Laufen? Nee, ne? Nee, okay, das ist schon mal ganz gut. Gott, ich habe jetzt schon total viele Infos gekriegt, die ich mir niemals alle merken kann. Ich pflück gerade noch mal ein paar Blumen, weil sie hier sind. Was ist das da? Okay, irgendein Haufen. Können wir vielleicht später was mitmachen. Sind das Pilze? Ich brauche eine Technologie, okay. Was steht hier auf dem Schild? Hexenhügel. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis whatever day versperrt. Haben die Dinger einen Namen? Manntag, Frautag? Ich habe keine Ahnung. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei? Ich habe keine Ahnung. Gott, welche Stimme hat er? Psst, komm mal her! Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort ist sonderbar, aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier aufgetaucht bin. Saad, du liest meine Gedanken. Ah, Gedanken lesen. Ich erinnere mich dran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Du hast neue Technologie freigeschaltet. Sammeln essbarer Pilz, sammeln Beere, sammeln Apfel. Okay. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Kuchen. Leckere Beerentörtchen. Teig, Gebäckteig, Brot. Toast, Zwiebeltoast. Oh, das passt richtig gut zu Bier. Saad, weißt du das? Ich brauche jetzt ein Bier. Ah, das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Los, bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Ja, kannst du mir sagen? Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich aus wie ein magischer fliegender Schädel, der Antworten hat? Also genau genommen... Saad, du Klugscheißer. Ich warte... Was? Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Bye! Nennen Sie einfach nach den Farben. Ich weiß nicht, das... Ist das braun? Ist das grau? Man erkennt so wenig. Haben die nicht die gleiche Farbe? Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ist das unsere Bude? Jawollo. Ich geh mal pennen.